Hey Leute, schaut mal, ein Wal! Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einem neuen Video. In diesem heutigen Video geht es heute um den Clinch. Der Clinch ist eine Technik, wo man nah am Gegner ist. Ihr könnt es euch so vorstellen, es ist wie Rangeln. Und beim Clinch kann man halt den Gegner dann mit Kniestößen bzw. mit Ellbogen zerstören. Oder man kann ihn auch zu Boden werfen. Oder man kann den Clinch auch benutzen, um sich auszuruhen. Und wir fangen gleich an. So, der Clinch. Ich zeige euch heute drei Variationen davon. Also beim Clinch ist man ganz nah am Gegner. Zum Beispiel, er hat die Hände oben. Und wie geht man in den Clinch rein? Ganz einfach, ihr habt eure Hände oben. Und wenn sie reinkommt, streckt sie eure Arme aus nach innen, falls ihr mit der Faust zuschlagen solltet, dass ihr da gleich blocken könnt. Und packt sie ihm am Hinterkopf, okay? Nicht am Hals, am Hinterkopf, weil am Hinterkopf hat man mehr Kontrolle. Mit beiden Armen. Okay. Wichtig ist, dass die Ellbogen eng beieinander sind und hier zieht sie ihn runter, okay? Das sieht dann so aus, 1, 2, runterziehen und von hier aus könnt ihr dann mit den Kniestößen kommen. Boom, ihr könnt das andere Bein wechseln, boom, ihr könnt ihn herumziehen, das heißt hierher rüberziehen oder ihr kommt daher, zieht ihn dort rüber, okay? Ihr könnt ihn auch wegstoßen. Und dann könnt ihr mit einem Hacky kommen oder sonst was. Das wäre die erste Variation. Die zweite ist, wenn ihr zum Beispiel hier im Clinch seid, müsst ihr nicht. Ihr könnt es zum Beispiel, dann könnt ihr mit diesem Arm hier reinkommen, unter seinen Achseln. Und hier bei seiner Schulter drückt ihr ihn runter. Und hier mit dem Arm drückt ihr gegen seinen Kopf den Kopf weg und könnt mit dem rechten Knie dazu kommen. Genauso kann man ihn einfach einmal und dann gleich zu Boden werfen und dann zeigt man das auch auf der anderen Seite vor. Das heißt, ihr könnt gleich da hier im Clinch kommen, von hier den rechten Arm packt ihr unter seine Achseln, hier auf die Schulter drauf und drückt ihn zu Boden. Jetzt kommt die linke Hand und die drückt den Kopf weg. Und von hier kann man auch schön zuschlagen. Genauso kann man hier dann mit dem rechten das Haxerl stellen und ihn halt zu Boden werfen. Und ja, das wäre die zweite Variation. Die dritte Variation ist, wenn der Gegner die Arme oben hat. Beispiel, er kann jetzt mit der linken Faust zuschlagen. Er schlägt zu, ihr trappt, ihr greift seinen Arm, kommt mit der linken Hand hier an seinem Hals, zieht ihn runter und schlägt mit dem Knie zu. Okay? Dasselbe Spiel mit der anderen Hand. Die rechte Hand kommt, ihr tut es trappen, packen. Die rechte Hand hier, sieht dann so aus, ihr trappt, packt und dann kommt sie mit dem Knie. Okay? Also, trappen, packen und mit dem Knie zuschlagen. Gut, dasselbe, wenn er muss nicht einmal mit der Faust zuschlagen, er kann auch einfach nur die Hände oben haben. Ihr habt die Hände oben, tut es vielleicht kurz antäuschen, trappen, boom, boom. Von hier kann man gleich da runterkommen, da weitermachen, wieder von hier packen, boom, boom. Dahin ziehen, dorthin ziehen, zwischen die Beine schlagen, wegstoßen, in den Hacky kommen oder sonst was. Der Clinch ist wirklich eine sehr, sehr super Methode, um den Gegner zu zerstören, falls er mit mehreren Faustschlägen kommen sollte. Wie gesagt, ihr habt die beiden Hände oben, er kommt mit mehreren Faustschlägen, ihr kommt genau so rein, packt ihn hier und kommt dann gleich mit dem Kniestoß und das war's. Ihr müsst aber damit rechnen, wenn ihr reinkommt, es kann passieren, dass er euch erwischt,
aber es wird nicht so wehtun. Wenn er die ganze mit der Faust zuschlägt und setzt in der ganzen defensive Phase, irgendwann erwischt er euch und dann liegt er am Boden. Also, wie gesagt, er kommt mit diversen Faustschlägen. Ihr kommt da rein, steckt es ein, kommt direkt hierher, steckt halt vielleicht ein, zwei Faustschläge und dann kommt sie gleich mit den Knieschüssen, boom, boom, könnt ihr ihn hier packen, da weiterarbeiten, beziehungsweise gleich das Hacksack stellen und umhauen oder wegstoßen, Highkicks, sonst was. Gut, ich zeige es euch noch einmal vor, alle drei Variationen auf einmal und dann beenden wir das Ganze. Also, der direkte Clinch, ihr kommt da rein, am Hinterkopf packen, den ersten Arm, zweiten Arm kommt hier rein, Ellbogen eng zusammen haben, ja, nicht auseinander, zusammen und den runterziehen und wirklich schauen, dass ihr das Gleichgewicht behält. Okay, und dann könnt ihr mit den Kniestößen kommen. Ihr könnt entweder direkt von unten nach oben zuschlagen oder ihr schlägt von der Seite zu, könnt ihr auch genauso auf den Bizeps schlagen. Also hier, boom, und auf den Kopf, boom, von der Seite kann man dann auch zuschlagen. Also es muss nicht nur gerade sein, es kann auch von der Seite sein. Also gerade oder von der Seite mit dem Knie zuschlagen kann man auch. Gut, wie gesagt, der direkte am Hinterkopf packen, den Hinterkopf dann den Kniestößen zuschlagen. Man kann genauso mit dem Ellbogen zuschlagen. Und dann haben wir die zweite Variante gehabt. Also das war jetzt unter der Achsel. Hier packen, runterziehen, den Kopf wegdrücken mit der rechten Hand, hier schlagen, also ich zeige es euch, warte, drehen wir ganz kurz um, ja. Also hier unter den Achseln reinkommen, runterziehen mit der anderen Hand, den Kopf hier wegdrücken und zuschlagen. Das war die zweite Variation. Die dritte, wieder, also die Hände sind um, trappen, er kann sie auch unten lassen, von mir aus, ihr könnt es dann gleich hier dazu kommen. Also hier den Arm packen, da rein, gleich da dazu schlagen, nur falls ihr die Hände oben hat und könnt sie kurz antäuschen, boom, nur kurz oben zeigen, also oben, dass er kurz abgelenkt ist, boom, boom, trappen, boom und da zusammenschlagen. Genau dasselbe mit der anderen Seite, immer wichtig trappen, dass er nicht dazu schlagen kann, jetzt kommt sie hierher, packt seinen Nacken und schlägt mit dem Knie zu. Ja, das waren diese drei Variationen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass es nicht zu kompliziert war. Ihr könnt es auf jeden Fall zu Hause nachmachen. Falls es zu kompliziert gewesen sein sollte, dann schreibt es in den Kommentaren rein. Dann werde ich das besser vorzeigen nächstes Mal. Und ja, also wie gesagt, Clinches sind gut gegen multiple Faustschläge. Falls der Gegner zu viel schlagen sollte, kann man dann in den Clinch gehen. Ihr müsst halt damit rechnen, ein, zwei Faustschläge einzustecken. Aber ihr seid drinnen und da könnt ihr ihn packen. Wegziehen, Kniestöße wegstoßen, mit der Faust zuschlagen oder gleich mit dem Highkick nachsetzen oder sonst was. Da könnt ihr euch beliebig herumspielen, was euch halt lieber ist. Und ja. Und genau das passiert dir nicht, wenn du hydriert bist mit der ultimativen Trinkflasche von Arrogan.